Beginnen wir mit dem Krieg in Syrien. Seit vergangenen Freitag ist nun auch Deutschland in einem Krieg beteiligt, der seit 4 Jahren tobt. Infolge dieses Krieges ist die Hälfte der Bevölkerung in Syrien bereits auf der Flucht. Die Bomben der Vergangenheit, und das ist vollkommen egal, ob es sich dabei um russische oder um US-amerikanische Bomben handelt, haben noch mehr Menschen in die Flucht getrieben. Jetzt soll es noch mehr Bomben geben. Wir meinen, noch mehr Bomben bedeutet vor allem eins, noch mehr unschuldige Opfer, noch mehr unschuldige Männer, Frauen und Kinder und noch mehr Menschen, die in die Flucht getrieben werden. Wir verstehen das und wir teilen das Bedürfnis, Terrorbanden wie den IS zu bekämpfen. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie bekämpft man denn wirklich nachhaltig den Terror? Und wir hatten jetzt 15 Jahre lang einen Feldversuch, wo wir Bilanz ziehen können nach 15 Jahren Krieg gegen den Terror und müssen feststellen, dass infolge von militärischen Interventionen, infolge des Ausbaus von Geheimgefängnissen und geheimen Folterzentren die Zahl der Terroristen nicht zurückgegangen ist. Ganz im Gegenteil, sie ist gestiegen. Das ist auch die Aussage der Geheimdienste. Und wir wissen, dass die zivilen Opfer oder Kollateralschäden, wie sie zynischerweise genannt werden, gerade der Propaganda des IS in die Hände spielen. Wir als Linke haben als einzige Fraktion im Bundestag geschlossen mit Nein zu diesem Krieg gestimmt. Das ist auch ein Zeichen, dass man, wenn es um Krieg und Frieden geht, verlässlich weiß, woran man bei der Linken ist. Wir meinen, es gibt Alternativen dazu, um den IS zu bekämpfen. Zum einen sollten alle Geldströme des sogenannten Islamischen Staates gekappt werden. Und das heißt auch, dass man sagen muss, Banken, die nicht dabei mitmachen, denen muss dann halt in der EU und in den USA die Banklizenz entzogen werden. Zum zweiten meinen wir, alle Waffenexporte in diese Region zu stoppen, auch wenn es um Terrorsponsoren wie Saudi-Arabien geht. Und drittens muss endlich wirklich Druck auf die Türkei ausgeübt werden, denn die Türkei lässt weiterhin die Grenze offen für IS-Kämpfer, für Nachschub etc. Also die Türkei spielt hier eine sehr zwielichtige Rolle und da sollte man doch gegen ein NATO-Land wie die Türkei entsprechend auch Druck ausüben können. Im Bundestag hat es trotz des klaren Neins der Linken eine Mehrheit gegeben zu diesem Einsatz. Wir meinen, dass diese Entscheidung vor allem eins bedeutet: Es ist ein Angriff auf die Sicherheit in Syrien wie auf die Sicherheit in Deutschland. Die deutsche und die französische Regierung wollen das Grenzregime Frontex noch weiter ausbauen und verstärken. Es soll sogar Frontex zum Einsatz kommen, ganz unabhängig davon, ob das die jeweiligen Mitgliedstaaten und ihre Regierung wollen. Wir sagen, Frontex ist das Schandmal der EU. Mit einem Grenzregime, das auf militärische Abschottung setzt, ist die Idee von einer Freiheit Geschichte innerhalb der Europäischen Union. Und wir wissen, dass die bisherige Abschottungspraxis bereits vielen Menschen ihr Leben gekostet hat. Seit dem Jahr 2000 haben rund 23.000 Menschen ihr Leben verloren auf dem Weg in die EU. Das heißt, sie sind in den Wüsten verdurstet, sie sind im Mittelmeer ertrunken, sie sind womöglich auf der Balkanroute erfroren oder aber sie sind in LKWs erstickt. Das soll nun verstärkt werden. Noch mehr Frontex bedeutet noch mehr tote Kinder, Frauen und Männer. Und wir sagen, anstatt Frontex auszubauen, muss die Seenotrettung auf dem Mittelmeer ausgebaut werden. Und die Schiffe, die im Einsatz sind, sollten umfunktioniert werden zu Fähren statt Frontex, um legale, nicht lebensgefährliche Einreisemöglichkeiten auszubauen. Zu den Regionalwahlen in Frankreich. Die Befürchtung, dass die schrecklichen Terroranschläge dem rechtsradikalen, rechtspopulistischen Front National in die Hände spielen, haben sich leider bestätigt, wie die Wahlen am Wochenende gezeigt haben. Und der Versuch der größeren Parteien in Frankreich, durch Entgegenkommen, durch ein verbales Entgegenkommen, durch verbale Anleihen bei Front National, ihm das Wasser abzugraben, hat nicht funktioniert. Dieser Versuch ist gescheitert. Der Vorsitzende der französischen kommunistischen Partei, Pierre Laurent, hat in einem ersten Statement die Wahlergebnisse wie folgt bewertet. Er sagt, diese Ergebnisse bestätigen den sozialen Alarmzustand, in dem sich Frankreich befindet.
Solch ein Alarmzustand droht auch in Deutschland. In der Flüchtlingsdebatte ist ein erschreckendes Ausmaß von Menschenverachtung auch hierzulande deutlich geworden und Pegida und AfD schüren jetzt weiter den Rassismus. Wir erleben ein doppeltes Staatsversagen in Deutschland. Zum einen, wenn es um die Aufklärung von rassistischer Gewalt geht. Hier muss viel energischer vorgegangen werden. Eine gewisse Laxheit gegenüber rassistischer Gewalt ist nicht akzeptabel. Und zweitens, dem Erstarken der AfD setzt die Bundesregierung in Deutschland nichts entschieden entgegen. Stattdessen hat man eher den Eindruck, dass Teile der Union versuchen, den Parolen der AfD hinterherzurennen. Das schwächt aber die AfD nicht, sondern im Gegenteil stärkt sie noch. An diesem Wochenende fand in Elgersburg das alljährliche Strategietreffen der linken Fraktions- und Parteispitzen statt. Und wir haben uns auch mit dieser Situation, der Zunahme von Rassismus und dem Erstarken des Rechtspopulismus beschäftigt und im Ergebnis dessen einen Fünf-Punkte-Plan, 5 Punkte für Solidarität, soziale Sicherheit und Demokratie verabschiedet. Wir haben 5 Punkte, die man unternehmen kann, um etwas gegen Rechts zu tun, verabschiedet. Die liegen Ihnen aus, werden hier auch ausgeteilt. Ich will Sie in aller Kürze benennen. In einem gemeinsamen Appell fordern die Fraktions- und Parteispitzen der Linken zum einen eine Sozialgarantie. Wir meinen, man muss ganz klar sicherstellen, dass es keine Sozial- und Rentenkürzung gibt. Zum Zweiten meinen wir, dass die Flüchtlingssolidarität entsprechend unterstützt werden muss und dazu braucht es eine Umverteilung von oben zur Mitte der Gesellschaft. Drittens wollen wir, dass wirklich die Flüchtlingshilfe handlungsfähig gemacht wird. Das heißt auch, dass entsprechend Personal einzustellen ist in diesem Bereich. Und viertens wollen wir ein humanes Asylrecht, anstatt Pegida und AfD entgegenzukommen. Und fünftens sagen wir, es braucht eine Art Bildungsoffensive, also gerade in den Schulen muss mehr Begegnung organisiert werden. Es muss verhindert werden, dass Rassismus auch noch in die Herzen und Köpfe der jungen Generation einzieht. Das war unser 5-Punkte-Plan, den Sie auch nachlesen können. Wir finden, es ist umso aktueller, wenn man sich nur die Wahlergebnisse in Frankreich anschaut. Die französischen Wahlergebnisse sollten uns mahnen. Zum Klimagipfel in Paris. Der geht nun in die 2. Woche. Man sagt, das ist die entscheidende Woche. Der Papst soll um den Erfolg oder für den Erfolg gebetet haben. Das scheint auch bitter nötig, wenn jetzt die Ministerinnen und Minister übernehmen. Denn was entschieden wird, ist noch vollkommen offen. Fakt ist, die globale Klimapolitik ist in den vergangenen Jahren immer wieder an einem wirklichen Reduktion des CO2-Ausstoßes gescheitert. Und dafür gibt es einen Grund. Mächtige Konzerninteressen stehen einfach einem konsequenten Klimaschutz entgegen. Und auch die deutsche Bundesregierung, die sich ja auf internationaler Ebene gern als Klimaretterin präsentiert, wird inkonsequent, wenn es darum geht, deutschen Autokonzernen oder Energiekonzernen Einhalt zu gebieten. Also wenn es ganz konkret wird, wenn es um die deutsche Autoindustrie geht, dann wird die deutsche Bundeskanzlerin nicht aktiv, sondern ganz im Gegenteil, sie agiert als oberste Autolobbyistin und verhindert, dass es eine entsprechende Begrenzung der CO2-Grenzwerte gibt auf EU-Ebene. Ich meine, wir als Linke sagen, eine konsequente Reduzierung des CO2-Ausstoßes kann es nur geben, wenn man sich auf eine klare Energiewende verständigt, hin zu dezentralen und erneuerbaren Energien. Das heißt, man muss schnell raus aus der Braunkohle. Und zweitens, wenn man sich auf eine Verkehrswende verständigt. Das heißt, es muss deutlich mehr Mobilität auf die umweltfreundlicheren Verkehrsmittel wie Bus, Bahn und Fahrrad verlagert werden. Von der Straße auf die Schiene beim Güterverkehr. Und abschließend sei noch erwähnt, weil immer wieder in den Flüchtlingsdebatten davon die Rede war, dass man Fluchtursachen bekämpfen muss. Der Klimawandel, die verheerenden Auswirkungen der Klimakatastrophe werden die Fluchtursache Nummer 1 in Zukunft sein. Wenn wir nur hören, dass allein in Afrika in Zukunft 250 Millionen Menschen von Wassermangel bedroht sind, dann ahnen wir, in was für einem Ausmaß Klimaflucht droht, wenn wir hier nicht couragiert vorgehen. Es kann kein Weiter-so geben in dieser Frage. Vielen Dank.